Du schiebst einen 1 Meter breiten Tisch an der Wand eines 2 Meter breiten Flures entlang, wie auf der Abbildung, herunter. Frage: Bis zu welchem Abstand von B in Metern kannst du die Ecke C des Tisches bringen, so dass die Tür AB noch ganz geöffnet werden kann? Stellen wir uns vor, wir haben diesen Tisch vorgerückt, so dass diese obere Ecke diesen Kreisbogen berührt. Was wir suchen, ist dieser Abstand x. Durch Anwendung vom Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck werden wir diesen Abstand x berechnen können, denn das ist diese Kathetenlänge. Die andere Kathetenlänge kennen wir, das ist 2 Meter minus 1 Meter, also 1 Meter. Die Hypotenusenlänge kennen wir ebenfalls, denn das ist der Radius von diesem Kreisbogen, also 2. Und somit liefert der Satz des Pythagoras diese Gleichung. Diese Kathete im Quadrat, also x im Quadrat, das ist diese Hypotenuse im Quadrat, also 2 im Quadrat, minus diese Kathetenlänge im Quadrat, also minus 1 im Quadrat. Somit haben wir gefunden, dass x im Quadrat 3 ist und demzufolge muss x Quadratwurzel von 3 sein. Also ist C die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.